Debye und Hückel haben sich mit der Struktur in einem Elektrolyten befasst. Von ihnen stammt das gleichnamige Modell. Wir haben schon festgestellt, dass ein potentieller Elektrolyt in Kationen und Anionen zerfällt. Zum Beispiel Kupferchlorid zerfällt in Wasser in Kupfer-2-Plus-Ionen, die hydratisiert sind, und Chloridionen, die hydratisiert sind. Die Ionen liegen nicht nackt vor, sondern haben eine Hydrathülle. Diese vergrößert den Durchmesser ganz erheblich. Wenn wir uns jetzt in ein Ion in einem Elektrolyten hineinversetzen, überlegen wir uns, was passiert, wenn wir dieses Ion verschwinden lassen. Was bleibt dann zurück? Debye und Hückel haben errechnet, dass eine Ionenwolke zurückbleibt. Eine Ionenwolke, die entgegengesetzt geladen ist zum ursprünglichen Zentralion und die eine gewisse Ausdehnung hat. Selbstverständlich war diese Ionenwolke auch vorher schon da. Die Ionenwolke schirmt das Zentralion mehr oder weniger nach außen ab. Bei einer üblichen Konzentration von 10 minus 3 mol pro Liter beträgt der Radius dieser Ionenwolke etwa 5,5 Nanometer, also gut das Zehnfache des hydrodynamischen Durchmessers. Die Aktivität, die effektive Konzentration ist Aktivitätskoeffizient F mal Einlagekonzentration C. Bei unendlicher Verdünnung ist der Aktivitätskoeffizient F gleich 1, die effektive Konzentration entspricht der Einlagekonzentration. Das ändert sich, wenn die Konzentration sich erhöht, dann beeinflussen sich die Ionen gegenseitig. Ionenwolken bilden sich aus, die das Zentralion abschirmen. Der Aktivitätskoeffizient hat einen Wert ungleich 1, meistens kleiner als 1. Die bekannteste Formel von Debye und Hückel ist das Debye-Hückelsche Grenzgesetz. Damit gelingt es, Aktivitätskoeffizienten von Ionen auszurechnen für Konzentrationen kleiner als 0,01 mol pro Liter. Ein geeignetes Maß, um einen Elektrolyten zu charakterisieren, ist die sogenannte Ionenstärke. Diese berücksichtigt nicht nur die Konzentration der Ionen, sondern auch deren Ladung. Wenn wir zum Beispiel die Ionenstärke einer 0,001 molaren Kupferchloridlösung berechnen sollen, wenden wir die Definitionsgleichung an. Die Ladung der Kupferionen ist plus 2. Die Ladung der Chloridionen ist minus 1. Die Ladungen werden quadriert. Die Konzentration des Kupfers ist 0,001, die des Chlorids 0,002. Insgesamt ergibt sich eine Ionenstärke von 0,003 mol pro Liter. Die beiden Hückel geben für den Radius der Ionenwolke die Beziehung 0,304 Nanometer durch Wurzel aus der Ionenstärke an. Für unser Beispiel ist der Radius der Ionenwolke 5,55 Nanometer. Die wichtige Größe des Aktivitätskoeffizienten können wir nach dem Debye-Hückelschen Grenzgesetz ausrechnen. Wir setzen dazu die Ladungen der Ionen ein, die Ionenstärke, und erhalten für F den Wert 0,88. Aufgrund der Ionenwolke kommen die Ionen nur zu 88% zur Geltung. In jedem Massenwirkungsgesetz, in jedem Löslichkeitsprodukt dürfen wir also die Ionen nicht mit ihren Einlagekonzentrationen berücksichtigen, sondern müssen die Aktivitäten einsetzen. Einlagekonzentration mal Aktivitätskoeffizient. Das linke Chloridion befindet sich in der Lösung, die wir eben diskutiert haben. Das rechte Chloridion befindet sich in einer zehnfach konzentrierteren Lösung. Der Radius der Ionenwolke ist im ersten Fall 5,5, im zweiten Fall 1,8 Nanometer. Der Aktivitätskoeffizient, wie eben ausgerechnet 0,88, ist im zweiten Fall deutlich geringer, weil die Ionenwolke jetzt das Zentralion stärker abschirmt. Je höher die Ionenstärke, desto enger schließt sich die Ionenwolke um das Zentralion. Es können durchaus auch inerte Fremdionen sein, die man der Lösung zugibt und die die Ionenstärke in die Höhe treiben. Ich kann also diese Erhöhung der Ionenstärke, diese Verringerung des Ionenradius, dadurch erreichen, dass ich zum Beispiel Natriumsulfat dazugebe. In einem Elektrolyt
können sich die Ionen nur bei extrem verdünnten Lösungen frei und unabhängig voneinander bewegen. Bei höheren Konzentrationen haben wir den Effekt der Ionenwolke, der das Ion nach außen abschirmt. Die Ionenwolke ist umso enger um das Zentralion, je höher die Ionenstärke ist. Aus der Ionenstärke können wir den Radius der Ionenwolke und den Aktivitätskoeffizienten ermitteln.